Und wir kommen nach Österreich. Die Bundesregierung ist heute zum ersten Mal seit der Neuaufstellung in der ÖVP zu einer Ministerratssitzung zusammengetreten. Mit dabei war auch das umstrittenste neue Mitglied, auch wenn ein Staatssekretär ganz formal ja eigentlich kein Regierungsmitglied ist und im Ministerrat auch nicht mitstimmen darf. Trotzdem haben sich an keiner Neubesetzung der letzten Woche die Gemüter so sehr erhitzt wie an Sebastian Kurz, dem 24-jährigen Wiener Jusstudenten und Obmann der jungen ÖVP, der ab sofort ein neues Staatssekretariat für Integrationsfragen leitet. Eine Verarschung, so harsch kommentierte das der Standard wörtlich. Rainer Hasi war über einen unfreundlichen Empfang. So jung und so schön war seit ihm schon lange keiner mehr in der Politik, aber jetzt kommt er, Sebastian Kurz, Integrationsstaatssekretär und bisher in diesem heiklen Bereich überhaupt nicht aufgefallen. Aufgefallen hingegen die Werbekampagne der jungen ÖVP, eine Jugendsünde von neulich. Der Wahlkampf wird geil werden, weil jeder weiß in der jungen ÖVP, schwarz macht geile Politik, schwarz macht geile Partys und schwarz macht Wien geil. Und daher. Doch auch eine andere Kampagne hat einen ähnlichen Stil gehabt, die mit der Forderung nach dem rund um die Uhr U-Bahn-Verkehr. Mit zwei Plakatkampagnen. Sebastian Kurz hat bisher das Leben eines jungen ÖVP-Funktionärs geführt. Seine Tweets zeigen das sehr schön, wie er sich von einer ÖVP-Veranstaltung zur nächsten schwingt. Skitag in Salzburg, Wehrpflichtdebatte in Wien, alles dabei. Integration? Bisher Fehlanzeige. Und so kam der hämischste Kommentar auch vom Parteifreund. He's learning on the job. Learning on the job, also er wird's schon noch lernen, meint selbst der Parteifreund. Auch im Kent, einem großen türkischen Lokal in Wien, wird dem jungen Staatssekretär noch Nachholbedarf zugeschrieben. Das ist der Herr Oberklug, ne? Das ist wer bitte? Der Herr Oberklug. Ja, wieso Oberklug? Ja, das ist unser neuer Integrationsstaatssekretär. Ja, er ist ja jung, er wird schaffen schon, er wird viel lernen und... Muss er noch lernen? Ja, muss er lernen, natürlich. Und was sollte aus Ihrer Sicht der Integrationsstaatssekretär als erster tun? Staatssekretär als erster tun? Naja, mehr für Frieden sorgen vielleicht. Also das wäre dringend nötig. Genau. Sebastian Kurz will vor allem die Jungen ansprechen, so seine ersten politischen Allgemeinplätze als Staatssekretär. Ob er bei den Jungen auch Erfolg haben wird? Im Internet ist es jetzt einmal entschieden. Die satirische Anti-Kurz-Seite hat enormen Zulauf, sogar rund 30.000 Leute. Kein Wunder für den Experten. Sebastian Kurz ist, glaube ich, eine sehr unerwartete Wahl. Er ist die Person, die medial auch am meisten polarisiert und er ist die Person, die offensichtlich auch in einer Bürgerbewegung die Person dieses Regierungsteams ist, die am stärksten sich hervorhebt. Für Sebastian Kurz kann es also nur besser werden. Vielleicht finden die Kritiker auch einmal seine Arbeit richtig geil. Und der neue